Hallo, mein Name ist Washington Barella. Ich bin Professor für Oboe an der Universität der Künste Berlin. Ich werde heute meine Studentin Weiting Huang hier für Sie unterrichten. Und nächstes Jahr werde ich ein Masterclass geben bei dem Schleswig-Holstein Musikfestival. Wir spielen die Fantasia Nummer 3 von Telemann für Traversflöte, Solo, da die Lage so ähnlich ist wie auf der Oboe, dann spielen wir auf der Oboe, wie es da steht. Das sind 12 Fantasien und wir werden die Nummer 3 in H-Moll spielen. So, waiting. Sehr gut, lass uns jetzt schon arbeiten. Vorsicht, dass du, wenn diese Arpeggien kommen, dass du nicht zu lang auf den ersten Ton anhältst. Also ta, 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 ta. Mach mal ein Diminuendo, aber alle gleich, also alle Noten gleich. Also zum Beispiel, was weiß ich jetzt, wo wir aufgehört haben. Ne? Oder zum Beispiel oder Takt 10. Ne? Dass nur ein Diminuendo kommt, aber nicht. Weißt du, was ich meine? Vorsicht, dass das nicht passiert. Und dann, wo war das? Fang noch mal an, bitte, von Vivace. Crescendo. Ja, auch hier. Ne? Die da, da, die da, die da, da. Halte diese Artikulation durch. Die da, da, bam, bim, bam, bim, bim, bam, in Takt 4. Gell? Warte. Also, fa mi fa war zu schnell. Okay. Crescendo? Genau. Waiting. Weißt du, diese Geschichte hier, so der zweite Schlag vom Takt 4, da auch genauso die Artikulation vom Takt 3, vom Takt davor. Ja. Auch diese drei Töne, die Bassstimme, genau so lang. Du machst den Akzent auf Gies. Genau so. Und ti-ti-ta-ta-ti-ta. Spannung, Spannung, Entspannung. Aber kein Rallentando. Die Entspannung wird schon als Rallentando wirken. Okay, du brauchst das nicht so zu übertreiben. Nochmal. Eins. Auch hier. Und vorsichtig bei Takt 7, zum Beispiel das D, Cis, ist wieder zu flüchtig. Na, immer diese gleiche Rhythmik, den gleichen Puls. Tagadam, tagadam, tagadam. Nochmal von 6, bitte. Gieß. Du kannst den Finger nehmen, wenn du willst. Bitte nicht. Bam, bam.
Bim bom, bim bom. Ja, auch das Fahrrad auf Eis. Ja. Artikulation. Es ist da, 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 da. Ja, so, aber nicht so künstlich. Gell? Also natürlicher, organischer, wo ist das? Oh, das ist ein Takt, ein Teil danach. Mach mal bitte nochmal von Takt 6. Ich bin nicht glücklich. Besser. Jetzt. Tom, so mi fa, fa, re. So mi fa, fa, re. So fa, mi, re, do, mi, la. Di, ta, di, ta. Re, mi, fa, so, la, fa, so, la, re. Musst du wirklich so lange da atmen? Ich weiß, du spielst schon sehr lang. Aber kann dieses Atmen da bei Takt 15 ein bisschen schneller gehen? Okay. Ne? Tati, 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 tam. Tariri, pam, biriri, pam. Machen wir davor Takt 13. So, fa, mi, fa. Okay. Ja, das G ist nicht schön, ist zu offen. Oh, runter, runter. Da ist es. Ti, tati, tam. Re, mi, fa, sol, la, fa, sol, la. Du kannst auch hier meinetwegen die Bassstimme ein bisschen mehr phrasieren. Mhm. Na, also, re, mi, fa, sol, la, fa, sol, la, re, di, di, re, di, 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 mi, fa. Und dann kommt diese Geschichte da. Okay, ist nicht schön. Ist man noch nicht. Mag sein, dass wir beide zu tief sind, aber wir sind jetzt alleine. Suche dann die Schönheit des Tones. Okay? Du kannst natürlich ein G ein bisschen tiefer nehmen, dann nimmst du alles tiefer und du bringst alles ein bisschen nach unten. Wenn wir jetzt messen würden, wärst du sowieso über Null. Gell? Also, suche immer die Schönheit des Tones. Immer die Schönheit. Rund, warm. Nicht unbedingt immer so, aber es muss, die Oboe muss immer schön rund sein. Es kann laut, es kann leise, aber es muss immer rund. Eckige Oboen sind schwer zu ertragen. Nein. Das. Die Artikulation. Fa, sol, la, fa, sol, la, fa, sol, la, fa. Tempo. Gut. Dieses Gruppetto da, ein bisschen teurer, ein bisschen schneller. Okay? Und achte auch darauf, dass du, dass diese Wechsel in Artikulation, es passt einfach nicht zu dem, was du vorher gespielt hast. Ne? Halte die Artikulation durch. Du kannst natürlich das Diminuendo machen, aber bitte nicht die Artikulation nicht verändern. Gell? Sehr schön das Lago nochmal. Und auch, Entschuldigung, Takt 19, genau das gleiche wie Takt 21. Gell? Pa, pi, pa, den dritten Schlag. Okay, Lago nochmal bitte. Luft. Luft, Vibrato, da,
das Gruppetto ist immer noch nicht schön. Dam, tagadadam, dam, tagadadam. Nimm das C mit DS und mach das mit dem D-Triller, das D. Genau. Mit S. Mi bemol. Mi bemol. Hey. Du brauchst den hier nicht. Genau. Geh in den D-Triller. Das ist schon das ist ein falscher Ton. Okay? Also guck, dass das D-Triller, dass die Klappe, wenn die aufgeht, nicht so viel Luft hat, dass es dahin geht. Also, besser, nochmal. Ist zu hell. Okay, lass uns das Lago nochmal machen. Achte auf das Vibrato jedes Mal. He, fa, la, das A, do, fa, do, mi, la, das A. Und dann das G. Und wie du zum Gies gehst, nütze diesen halben Ton da. Als ob das ein Glissando wäre. Also, weißt du, was ich meine? Also, ja. Koste diesen Augenblick aus. Also, so, so, la, do. Das war zu lang. Genau, okay. Das ist genau so, aber jetzt bleibt mehr in diesem Tempo, in dem Rahmen. Ja, Dordita, das ist, du bist in Abphrasieren und du gibst uns dann da, 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 da. Das geht nicht. Das E kommt zu früh. Und das sind die Minuendo. Do, mi, la, abphrasieren. Das E ist zu laut. Und das war zu viel Rallentando. Deckst du ab? Bitte nicht. Aber vielleicht bitte doch. Mit dem E. Warte mal gucken. Nee, lieber nicht abdecken. Genau. Du hast aber nur ein Achtel, um dieses Diminuendo zu machen. Wir sind ein bisschen langsamer geworden. Du hast so ein Achtel mit einem Punkt. Und in diesem achtelten Punkt musst du das Diminuendo geschafft haben. Mhm. Nicht so zu sehr in die Pause hineinspielen, weil du musst dann auch noch atmen. Mhm. Gell? Also du gehst in die Pause rein, du atmest dazu, da kommt wahrscheinlich noch eine Viertelpause dazu. Und das wollen wir nicht. Okay? Weiter. Same procedure, auch hier, ne? Aber das Gruppetto ist immer noch nicht schön. Du nimmst die Abdeckung weg bei dem zweiten C, Do, Re, Do, Si, Do. Dieses C, Do, Re, Do, Si, Do, immer noch abgedeckt. Aha.
Das ist so Pause. Drosila. Sila Sol. Okay, es ist besser. Es ist besser, Takt 24 und 25, den dritten Schlag, dieser Arpeggio, La Do Mi La, Sol Si Fa, La Do Mi Sol, Sol. Das ist immer noch ein bisschen da, 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 da. Achte wirklich darauf, dass alle Töne genau dieselbe Artikulation und dieselbe Länge haben. Nur, es wird ein Diminuendo gemacht. Ne? Nur für diesen Takt, also für diesen Schlag. Vivace. Die Töne sind nicht klar. So, so, so. Ah. Die Zunge bei dem G ist nicht da. Genau. Crescendo. Es ist immer noch da, 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 da. Du machst immer den ersten Ton von diesem Arpeggio immer ein bisschen länger. Und du machst ja. Weißt du? Und sagst. Da, da, da. Jeden Diminuendo. Das A nicht so lang. Besser. Akzent auf G. Aha, okay. Warte. Mi fa sol do und an. Mi do da do si la. Zis ha a. Zis ha a. Si la sol. Genau, ne? Dass diese getrennte Note wirklich Impuls gibt, um die Phrase wirklich weiterzuführen. Und jetzt nicht so kurz, E, C's und A. Und jetzt tun wir eine Übung. Mach mal, bevor du weitergehst. Mi, fa, sol, komma. Mi, do, re, mi, komma. Genau. Nimm immer den Auftakt als Impuls für die nächste Figur und nicht als Ende der vorigen. Verstehst du, was ich meine? Ti, da, di, ti, da, 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 no. Ti, da, di, ti, 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 ti. Das ist wichtig. Das ist die Bewegung. Ich sah mir vor. Warte. Das ist genau so. Ja, jetzt mach nur. Fang nicht neu. Die neue Phrasierung fängt mit E an. Mi, do. Du machst mit Mi, do. Mi, do, da, da. Beide gleich. Okay, die letzte Figur war die schönste. See the ice fish. Genau. Und nur diesen Auftakt, das ist natürlich, steht auch nicht da. Das ist nur eine Sache, um diese Phrase ein bisschen interessanter zu machen. Achte nur darauf, dass dann, wen du so denkst, dass die letzte Sechzehntel, Mi, Fa, Sol, Mi, Do, dass dieses letzte, das letzte E nicht zu lang wird. Mi, Do und auch Zis, Eis, das nicht. Ne? Es ist gedacht. Fies. Fies und G sind zu eckig, zu hell. Oh, mehr Nase, da. Oh, oh.
Schalter. Crescendo. Ti sola re mi fa sotto. Si fa re fa, si fa re. Ah, da ist ein plötzlicher Rallentamento. Si fa re fa si. Zu viel Rallentando. Zu wenig Rallentando. Und nicht die Artikulation nicht verändern, weil du ein Rallentando machst. Das Fies war zu lang zum Beispiel. Das war zu wenig Rallentando. Zu wenig Rallentando. Es ist nicht da, ne? Es ist nicht so geschrieben, dass es klar ist. Es ist nicht so geschrieben. Ne? Wir machen Kunst. Ja, also versuch wirklich dieses Rallentando. Es ist eine Nuance nur, Tita, weil du so plötzlich so schnell geworden bist. Ne? Tita, ta, ta, tita, tita, tita. Du musst es aber beenden. Genau. Das heißt so lang. Mhm. Schön. Machen wir nochmal bitte von 27. Da. Tikadam, sofa sau ist zu schnell. Warte, Vorsicht, dass du in Takt 28 das D im dritten Schlag nicht zu lang spielst. Ne? Gell? Könnte so durchgehen. Wir gehen, nachher gehen wir zurück. Allegro. Okay, wenn wir jetzt wiederholen. Achte, ich finde es ein bisschen zu langsam, weil wir das Vivace eigentlich fast ähnlich gespielt, also fast genauso so schnell gespielt haben. Dass man also mehr, so ein schnelleres Gefühl. Es ist ein Allegro jetzt. Ne? Nicht so viel Rallentando, okay? Es ist schön, wie du da tamti da pampari pampari yam papapapapapa. Nimm diese drei Takte voll aus dem Zusammenhang raus, gell? Also und da kommt wieder das Tempo zurück. Pampi. Okay, aber wichtig ist ein kleiner Akzent auf Cis jedes Mal und Cis und D immer gebunden. Okay. 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 Und jetzt auch das Vibrato auf dem Cis ist wichtig, weil sonst stirbt das Cis einfach. Jetzt ist zu viel. Jetzt ist zu viel. Ja, und wichtig.
weiter. Die da, da, die da. Okay, nur Kleinigkeit, und zwar jetzt, wenn du zurück zu dem Tatata, zu diesen Triolen gehst, das letzte Tag, ne? Lass dir ein bisschen, weißt du, so Zeitloop, ja, Matrix, The Matrix. Genau. Es ist so, oh, ich falle, und dann fährst du wirklich. Oder es ist eine Kanu, du fährst Kanu in einem Fluss, und dann gibt es einen kleinen Wasserfall, weißt du? Aber es ist wirklich so, nicht lang. Du bist in deinem Kanu, es ist ungefähr ein Meter, so ist das Ding. Du bist aber hier mit dem Kanu, und diesen Meter hier, was plötzlich, du fährst Kanu, und du bist unten. Dieses Gefühl hier. Gut. Machen wir das Allegro nochmal. Nicht laufen. Das Tempo ist schon gut, wie du anfängst, aber dann nicht schneller werden. Okay, sehr gut. Also, mir ist gut. Das A im Takt 6, auch mi, re, la, fa, mi, re. Also auch die erste Triole. Nicht lang dranbleiben, aber schon vielleicht so zweimal vibrieren wollen. Mhm. Ne? Also nicht aus dem Kontext heraus reißen, aber schon ein bisschen Wert geben für diese Tor. Das ist da, wo du ankommst. Mhm. Okay, das D ist besser als das A. Okay. Ändere nichts, was davor war. Das war schon gut, wie es war. Nur das A und das D waren noch nicht so richtig lang genug. Also du warst schon sehr gut. Zu viel. Jetzt ist es jumpy. Wah, wah. Genau. Als ob du so ganz normal singen, nicht da di da di da di di da di da di da da di di da di da war zu viel Ralenton. Mhm. Okay, bitte nicht nach dem A atmen. 37, auch davor nicht. Du hast auch im ersten Teil auch einen Takt, wo ist es? 16, auch vor dem D. Wo hast du vorher geatmet? Am Anfang, gell? Warte, finden wir einen Platz zum Atmen, ohne dass es D ist, vor dem D? Geht nicht, gell? Oder zwischen Tag 13 und 14. Probier mal. Mach mal zwei Takte davor. Hefferlauf, ne? Hefferlauf? Hefferlauf, Hefferlauf, ne? Takt 12. Nein, geht nicht. Nach dem D, vor dem Cis, probier mal. Mal gucken, wie das ist. Nein, vor dem Cis.
Du hast bis jetzt gespielt und du wirst dann bei Takt 14 wahrscheinlich sehr müde sein. Ja. Und du spielst dann bis drei Takte danach und dann atmest du nach dem Cis. Probier jetzt im Takt 14 nach dem tiefen D einzuatmen. Probier mal, ob es klappt. Es ist zu wenig Zeit, aber da wir das aus dem Kontext herausreißen und ein bisschen langsamer werden, vielleicht passt einfach dieses Einatmen einfach in Takt 13 nach dem tiefen D. Nach Cis. Nein, vor dem Cis. Okay. Nach dem tiefen D. Okay. Mach Mama das Ganze bitte von vorne und dann denk daran, in Takt 14 nach dem D zu atmen. Fa, mi, fa, re. Von oben. Wirklich? La. Das A ist immer zu kurz. Fa. Ich weiß es nicht. Also das überzeugt mich nicht so ganz, also das zu atmen. Kannst du den ganzen ersten Teil ohne zu atmen spielen? Probier mal. Und dann hast du 2/8 zu atmen und dann wiederholst du. Und dann nochmal ohne zu atmen. Mal gucken, ob es geht. La. Schreib. Kein Rintern. Ja, also ich glaube, das ist dann besser, wenn du nach dem fiesen Takt, was ist das, 20, fahr, la, si, da, di, da. Es ist immer noch komisch, aber wenn du nicht anders kannst, dann lieber da, weil sonst ist diese Geschichte, weißt du, diese Kanu-Geschichte da irgendwie vorbei. Ta, ti, ta, 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 das geht nicht. Da bist du plötzlich unten. Ja, oh, unten. Na, ti, ta, 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 ti, ta. Zweiter Teil. Ich weiß es nicht, ob diese Artikulation, es ist gut, aber ich finde es einfach zu kurz. Warte. Nicht laufen. Ja, und vergiss wirklich diese mehr, weniger und dann ganz normal weiter. Und die Artikulation ist besser so, wenn sie ein bisschen breiter ist.